Hi ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mami Blog. In diesem Video geht es mal wieder um Rezepte und zwar um meine Sammlung meiner Alltagsrezepte, die ich schnell und innerhalb kürzester Zeit hier und da immer mal wieder für Yannick mache. Beziehungsweise mittlerweile darf Lia ja auch schon vieles mitessen. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit den frechen Freunden, die mich gefragt haben, ob sie ein richtig schönes Paket an euch verlosen dürfen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und zeige euch eben mal, was drin ist. Oben auf liegt gleich was ganz Tolles, und zwar das neue Familienkochbuch von den frechen Freunden. Mit dabei sind so verschiedene große Messlöffel, die natürlich zu den Rezepten im Buch passen. Das Buch ist so toll, weil wirklich sehr einfache, kinderfreundliche und sehr leckere Familienrezepte drin sind. Und süß gemacht ist sowieso, da haben die frechen Freunde aber auch irgendwie ein Auge für. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele leckere und gesunde Kindersnacks. Also insgesamt ist es ein wirklich ziemlich riesiges Paket, über das sich wahrscheinlich jede Mami freuen wird. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist ganz einfach. Besucht einfach mal den Kochclub der frechen Freunde und schreibt mir euer Lieblingsrezept bzw. ein Rezept, das bei euch in der Familie zum Lieblingsrezept werden könnte, in die Kommentare. Der Gewinner wird in exakt einer Woche nach Veröffentlichung unter diesem Video hier als Top-Kommentar und dann nochmal per Direktnachricht bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit mit den frechen Freunden ist übrigens kein Zufall, die passen nämlich wie die Faust aufs Auge zum Mami-Blog. Denn sie sammeln in ihrem Kochclub kurze, einfache, gesunde und schnelle Kinderrezepte, die alltagstauglich, ohne viel Tamtam von jeder noch so gestressten Mami umsetzbar sind. Meldet man sich hier für Newsletter an, bekommt man nach und nach die neuen Rezepte per Mail, finde ich, ist ein super Service. Und auch ich durfte einige Rezepte kreieren, die ihr ab jetzt nach und nach im Kochclub der frechen Freunde finden werdet. Jetzt geht's aber erstmal los mit meinen Alltagsrezepten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich starte mal direkt mit unserem aktuellen Lieblingsrezept aller Lieblingsrezepte, dem Lachsdöner. So lecker wie einfach und auch noch gesund. Dafür gare ich ein Stück Lachs im Dampfgarer, das geht aber genauso gut im Kochtopf mit Einhang. Das Stück hier, also etwa ungefähr 250 Gramm, braucht so ca. 13 Minuten, um lecker, saftig und ganz zart zu sein. Dampfgaren ist natürlich die schonendste Methode, aber im Backofen oder in der Pfanne könnt ihr Lachs natürlich genauso lecker zubereiten. Wenn ihr tiefgefrorenen Lachs nehmt, dann braucht es ca. 5 Minuten länger. Jetzt ist eigentlich auch schon der Hauptteil geschafft. Ich grill jetzt nur noch ein Stück Fladenbrot im Kontaktgrill. Hier könnt ihr auch ebenso wie der Toaster oder Backofen benutzen natürlich. Bestreiche die Dönertasche mit Remoulade und belege jetzt das Ganze mit frischem Salat, Tomaten und Gurke. Schneller und einfacher ist fast nichts anderes gemacht, finde ich, das dabei noch so gesund ist. Und ich finde, es ist gerade jetzt im Hochsommer bei den heißen Temperaturen auch ein sehr leichtes und frisches Mittagessen. Also ich persönlich kenne da jetzt nicht ganz so viele Rezepte. Aber hier kommt gleich noch ein frisches Sommerrezept, und zwar gibt es dieses Rezept auch im Familienkochbuch, der Wassermelonen-Feta-Salat. Mögen wir alle hier sehr gern und ist auch sehr fix gemacht. Ihr braucht hierfür nur Wassermelone, Feta-Käse, ein paar Blätter Minze, eine Limette und einen Esslöffel Honig. Die Melone schneidet ihr in Würfel, gebt sie in eine Schüssel, streut Feta-Käse drüber oder lasst ihn drüber streuen. Also Yannick hat im Moment sehr viel Spaß beim Mithelfen in der Küche. Jetzt kommt nur noch die Minze drüber und das Dressing. Das Dressing ist auch sehr schnell gemacht. Dafür presst ihr einfach eine Limette aus und verrührt den Saft mit dem Esslöffel Honig so lange halt, bis eine einheitliche Soße entstanden ist. Und fertig ist ein sehr, sehr leckerer, frischer Sommersalat. Einfach mal was anderes als Wassermelone pur. Der nächste Snack eignet sich zum Sofortessen, aber auch super für die Lunchbox. Ist also kalt, noch relativ lange, gut zu essen und hier zu Hause auch der Hit bei uns allen. Unser Kindersushi. Dafür kocht ihr Milchreis in Wasser und lasst ihn abkühlen. Macht die Beeren fertig, bei Himbeeren und Heidelbeeren braucht ihr ja gar nicht mehr viel zu tun. Frische Erdbeeren brauchen halt 2 Minuten länger. Haltet jetzt eine Scheibe Reispapier unter den fließenden Wasserhahn und legt es direkt danach, sonst wären sie zu klebrig zum Rollen, auf eure Sushi-Matte drauf. Schmiert die gesamte Fläche mit Reis voll, legt eine Reihe Beeren drauf und rollt wie üblich beim Sushi-Machen die Rolle zusammen. Jetzt röstet ihr Sesam ohne Öl oder irgendwas in der Pfanne. Das schmeckt wirklich nur geröstet gut. Und wälzt jetzt die Rollen darin einmal hin und her. Das Papier klebt jetzt noch leicht. Wenn zu wenig, dann befeuchtet einfach nochmal mit ein bisschen Wasser. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Mit einem scharfen Messer könnt ihr jetzt noch die typischen mundgerechten Sushi-Rollen schneiden. Ist ein Ticken aufwendiger vielleicht als die anderen Rezepte hier, aber dafür ein ganz besonderer Hingucker und einfach mal was anderes. Auch super schnell gemacht und auf den zweiten Blick sogar ebenso sehr gesund sind unsere Bratwürstchen-Gemüsespieße. Bratwürstchen aus dem Ofen sind viel schneller gemacht und erspart uns dieses lästige Fettgespritze, wie das beim Braten in der Pfanne der Fall ist. Dazu ist mir aufgefallen, dass Ofengemüse exakt genauso lange im Ofen braucht wie die kleinen Nürnberger. Also mache ich doch einfach gleich Spieße draus und backe die hübschen Dinger seitdem regelmäßiger ca. 25 Minuten bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen.
Ein Salat, der hier immer geht, der Apfel-Karotten-Salat. Haben wir immer schon gern gegessen und jetzt habe ich auch wieder im Familienkochbuch ein neues Rezept mit Naturjoghurt und Rosinen entdeckt und ich muss sagen, der ist noch leckerer als unser alter Lieblingssalat. Deshalb gibt es ab jetzt immer den. Dafür braucht ihr etwa gleich viel Möhren wie Äpfel. Hier könnt ihr ruhig die Schale dran lassen. Gerieben merkt es kein Kind und wir wissen ja, das Gesündeste steckt direkt unter der Schale, also besser dran lassen. Und jetzt müsst ihr einfach mit einer einfachen Küchenreibe beides grob reiben und seid auch schon fast fertig. Fehlt nämlich nur noch das besondere freche Freunde-Dressing, das aus einem Klecks Joghurt, dem Saft einer halben Limette und einer Handvoll Rosinen besteht. Verrührt die drei Zutaten in einer extra Schüssel und mischt alles unter den Salat. Probiert den, ich glaube, der schmeckt jedem, auch jedem Kind. Das nächste ist wieder ein leckerer kleiner Snack, den wir hier schon sehr lange gerne essen. Warm wie kalt, mir schmecken die manchmal kalt sogar noch besser als warm. Die Zucchini-Pizza. Sehr einfach und auch gesünder als der Name hergibt. Schneidet eine Zucchini, die Farbe spielt keine Rolle, ich hatte noch gelbe Zucchini da, grüne geht aber genauso, und legt sie auf dem Backblech aus. Die werden jetzt etwa 5 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad vorgegart und müssen danach dann nur noch belegt werden. Gebt auf jede Scheibe einen Klecks Tomatensauce, nehmt entweder Fertigsoße aus dem Glas oder macht eben eine selber, das geht ja fix. Belegen könnt ihr ja jetzt, wie ihr möchtet. Wir mögen hier alle Schinken sehr gerne da drauf und streut am Ende einfach noch ein bisschen Mozzarella drüber. Also wie beim ganz normalen Pizzabacken eben. Die Mini-Pizzen kommen jetzt nochmal 10 Minuten in den Ofen und sind nach dem Abkühlen dann ganz bestimmt ratzfatz aufgefuttert. Und wenn was übrig bleibt, wie gesagt, die Zucchini-Pizza ist auch kalt sehr, sehr lecker und ganz schnell weggesnackt. Wenn wir Bananen über haben, die sehr, sehr reif sind, fast schon überreif, dann ist es bei uns immer Zeit für unsere gesunden Karottenkekse. Die Bananen sind dann so süß, dass keine weitere Süße notwendig ist. Zerquetscht 2 Bananen zum Brei und gebt dann alle weiteren Zutaten dazu. Ihr braucht noch 2 Karotten und 2 Äpfel, die ihr schält und entweder reibt. Ich mixe das immer einmal schnell im Mixer und gebe das direkt zu den Bananen. Dann wiegt ihr 120 Gramm Haferflocken und 80 Gramm Rosinen ab und gebt beides mit in die Schüssel. Und für die Konsistenz fehlt jetzt nur noch 1 Esslöffel Mandelmus und 1 Esslöffel geschmolzenes Kokosöl. Das alles verrührt ihr gut und dann ist euer Teig auch schon fertig. Jetzt kleckst ihr den einfach nur noch aufs Backblech, drückt den so ein bisschen zur Keksform und backt ca. 20 Minuten bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen. Und von den frechen Freunden gibt es auch schon super viele Kindermittagessen, die super schnell gemacht sind und so einfach sind, dass die Kleinen immer gleich mitmachen können. Und klar, dass das dann natürlich auch besser schmeckt. Das freche Freunde-Couscous ist zum Beispiel so ein einfaches Kinderessen. Hierfür braucht ihr nur das Gemüse-Couscous und Gemüsebrühe. Wer mag und noch frisches Gemüse da hat, kann damit verfeinern. Das schmeckt dann noch besser und sieht auch noch ein bisschen schöner aus. Dafür köcheln wir unser buntes Gemüse nur ein paar Minuten in der Brühe, geben dann das Couscous dazu, schieben das Ganze dann vom Herd und lassen nur noch 10 Minuten ziehen. Ganz besonders kinderlecker ist das Ganze natürlich noch mit einem Klecks Tomatensauce. Das war's beim Mami-Blog. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und probiert einiges aus. Wie gesagt, das sind alles Lieblingsrezepte hier bei uns. Von daher kann ich es euch nur ans Herz legen. Ich sage tschüss und hoffentlich bis ganz bald.